Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Ja, ja, das wird die große Schaffolge. Ich hoffe, ich kriege alles unter in diesem Video. Wir beginnen jetzt erstmal, glaube ich, mit dem Suchen eines Standortes für den Ferch. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir wieder die andere Flussseite benutzen, da wo wir Schweine, Pferde und Hühner haben. Oder ob wir vielleicht diese Flussseite hier benutzen. Wir haben hier vorne noch eine große Fläche. Seht ihr das da? Entschuldigung. Hier vorne. Hinterm Nähbereich, sage ich mal. Da, wo es Sinn machen würde. Weil wir brauchen ja die Wolle, um was zu nähen. Wir haben da vorne noch einen Platz. Und ich gucke mir jetzt mal ganz schnell an, wie viel Platz haben wir eigentlich noch auf der anderen Seite des Flusses. Ich wünsche euch eine schöne Folge und damit let's go. Also hier direkt an der Straße, weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, nicht so richtig fühlen. Schön, dass die Blumenkästen jetzt wieder blühen. Top. Ich würde es mir wünschen, aber leider ist es bei den Blumenkästen an den Häusern nicht so. Das ist halt mega schlecht. Ja, hier haben wir nicht wirklich Platz. Und hier drüben höchstens das kleine Feld hier. Wo so klein ist es auch wieder nicht. Puh. Ja. Naja, von mir aus machen wir es hier hin. Wird ja nicht das letzte Tiergehege sein, was wir bauen. Also ich denke mal, irgendwann werden wir auch da drüben den Platz nutzen müssen. Ich hätte auch nie gedacht, dass irgendwann mal an dem Spot der Platz zum Problem wird, sage ich mal. Also, dass man nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Scheiß. So, ich muss was essen. Ich hoffe, es gibt eine Kohlsuppe. Würde mich freuen. Ja. Eine Kohlsuppe. Eine vergiftete Kohlsuppe. Was? Was? Willst du mich vergiften oder was? Willst du das Dorf übernehmen? Kannst du mit der ganzen Verantwortung umgehen? Na wo ja? Oder wer hat das Essen vergiftet? Ihr habt wohl nicht damit gerechnet, dass ich so giftresistent bin, hä? Das ist, weil ich als kleines Kind mal in ein Fass voller Giftschlangen gefallen bin. So, Alter, hier könnten wir auch irgendwann mal so eine kleine Lagerecke machen, ne? Mit so Fässern, Steinen und Holzstämmen und so einem Müll. Ich glaube, das würde sich führen. So. Und dieses kleine Quadrat hier. Das nutzen wir jetzt, um da Schafe reinzuknärren. Das ist dann Haltungsstufe 4? Nee, warte. Haltungsstufe 1, ne? Das ist das Schlechte. Ja, Haltungsstufe 1. Egal. Einen Pferch. Mache ich, glaube ich, hier neben die Brücke. Zack. Wie sieht das aus? Oh ja, doch. Haben wir gut hinbekommen hier. Die paar Steine können wir mit der Hand sammeln. Ist kein Problem. Hier gibt es ja genug. Okay. Top. Wo kriege ich jetzt nur Holz her? Ah, muss ich darüber zum Lagerhaus? Nein, ich habe hier auch eins. Toll. Dafür habe ich das hier gebaut, ne? Genau dafür. Sehr wenig Holzstämme. Oh. Und wir brauchen wieder Brennholz. Und, wartet mal. Ich muss mal kurz in die Verwaltung gucken. Also, einige Häuser brauchen Brennholz, ja. So, Feldschuppen hat kein Material. Habt ihr keinen Dünger mehr? Hört auf. Den ganzen Dünger verbrannt? Nein. Dünger ist doch noch da. Was heißt denn Material? Egal, wir kümmern uns gleich um, wenn wir den Ferch fertig haben, um die... das Brennholz. Erstmal bauen wir das Ding hier fertig. 1000 Wände hier an dem Scheißding, ne?
Und alle wollen den Holzstamm haben. Bisschen Stöcke pflücken gehen. Wir haben keine Stöcke mehr. Und wahrscheinlich haben wir auch kein Stroh, ne? So wie ich uns kenne, haben wir auch kein Stroh. Also pflücke ich das auch gleich mal. Ich sehe gerade, wir hätten noch Stroh, wenn ich den Roggen dreschen würde. Aber das dauert mir jetzt zu lang. Da habe ich schneller Stroh gepflückt hier. Hat auch gereicht, der Stroh. Das Stroh. Naja, gut. So. Wir haben auf jeden Fall den Pferd fertig gebaut. Jetzt müssen wir Brennholz herstellen. Brennendes Holz. 29 Stämme. Unser letzter Stammvorrat. Ich frage mich, warum der Feldschuppen kein Material hat. Hier steht kein Dünger, aber wir haben doch Dünger. Das ist ein Bug. Wir haben 192 Dünger. Guck mal ganz kurz auf die Felder, was da abgeht. Eigentlich ist ja auch alles gedüngt, ne? Die haben ja auch gar keinen Job mehr. Hier, guck. Gedüngt und umgegraben, Roggen. Wurde heute geerntet. Verstehe ich nicht. Aber ich glaube, ich muss das auch nicht verstehen. So, ein Gehege bitte. Holz. Holz. Machen wir wieder den Zaun hier. Oder ich versuche mal. Einfacher Gatterzaun. Ich habe Bock auf den. Seit ich den da oben benutzt habe, der macht mir Spaß. So, bis hier hin. Und mache ich hier vorne ein Tor rein? Ne, ich mache da hinten ein Tor rein, ne? Das ist besser. Mal gerade. Jetzt habe ich aufgehört, den zu bauen. Egal. Ich guck mal gerade, wie Brettergatter. Holzgatter. Das ist schon groß. Aber wäre geil. Wie groß ist das Brettergatter? Haben wir noch nicht freigeschaltet. Egal. 900. Wir drehen das mal. Wenn ich das hier so hinsetze. Zack. Ja. Die Lücke ist zwar ziemlich groß, aber ist okay. Dann ziehen wir den bis hier hin. Den Zaun. Zack. Nee, doch. Ist doch ausreichend für ein paar Schafe oder was oder wie oder wo. Ist da hier gar nicht Haltungsstufe 1, ist da Haltungsstufe 17 oder so. Oder? Also, ich würde sagen, das reicht. Hier so direkt an den Holzfällern. Da können die den ganzen Tag gucken, wie Holz gefällt wird und so. Die haben nicht mal Langeweile. Also doch, mir gefällt das. Wir brauchen nur etliche Bretter. Ja, ich überlege kurz, ob ich nicht hier oben in den Wald reingehe und selber Holz fälle. Ich glaube, das werde ich machen. Das werde ich tun müssen. Weil wir einfach keine Stämme mehr haben. So. Ich halt auch schon ewig nicht mehr oben und habe Holz gefällt. So, das ist doch mal ein Holzstapel, ne? Bisschen Holz gehackt hier. Aber wir brauchen auch echt viel. Echt viele Bretter. Vor allem. Oh, wir sind überladen. Dann muss ich kurz einen rauswerfen. Ich glaube, ich fange mal bei dem Gatter an. Boah, das ist super. Wie das knorkst. Geil. Ja, dieser Spalt hier gefällt mir noch nicht so richtig, aber vielleicht baue ich da noch irgendwas hin. Mal sehen. Ja, ein bisschen fehlt mir noch, aber ich glaube, ich gehe erstmal schlafen.
Und wir müssen, ich muss mir auch eine Gedanken machen, wo kriegen wir jetzt das Geld her? Meine Güte. Wo kriegen wir jetzt das Geld her für Schafe? Und wie viele Schafe kaufen wir? Ich weiß es nicht genau, wie viel Schafe kosten. So, dann machen wir mal weiter. Ich hoffe, es wurden heute schon Stämme geliefert. Ich glaube nicht. Holzstamm? Nein, natürlich nicht. Ich werde mal kurz gucken. Was haben wir jetzt hier noch zum Verkaufen? Ich glaube, Roggen kann ich verkaufen. Den alten Ring kann ich verkaufen. Bierflasche dreimal verkaufe ich. Ah, ich misse jetzt mal aus, was ich alles verkaufen kann, ne? Irgendwelche Pilze verkaufen wir. Plakon aus Ton verkaufen wir. Karottensamen können wir verkaufen, die haben wir gesät. Kupfersperr, braucht kein Schwein. Weg damit. Mohnsamen haben wir auch gesät, können wir verkaufen den Rest. Roggen können wir dreschen. Salz, weg damit. Tonvasen. Weizenkorn können wir mahlen. Und Zwiebelsamen auch verkaufen. Schön. Bei Zwiebeln haben wir ja ausgesät. Dann dreschen wir den Roggen. Müssen dann aber so viel wieder rauspacken oder aufheben. Mache ich gleich mal. Verwaltung Felder Roggen. Hier die ganze Plantagen, ey. Lol. Roggen 80. 80 Körner müssen wir jetzt wieder ins Lagerhaus tun. Ich habe dran gedacht diesmal. Wo ist das Roggenkorn? Da. 80 tun wir. Ist wirklich nur 80? Roggen? 80. Okay. Ja gut. Dann lassen wir das so. Und aus dem Rest pressen wir jetzt ein bisschen Mehl hier. Aus den Weizenkörnern auch. Okay, okay. Gut. My Horse ist da drüben. Vielleicht haben wir jetzt schon... Arbeiten die da schon? Haben wir schon Holz? Hallo? Nein, lol. Ja gut. Dann kaufen wir erstmal Schafe. Wir schauen mal nach einem Mann. Einen männlichen Bewohner können wir uns nämlich noch besorgen. Das regt mich tierisch auf, ja. Das müssen wir fixen. Die hier raus dürfen. Ja, ein Mann. Der hier vorne, zeige ich euch gleich in das kleine Haus. Da wohnt bis jetzt nur eine Frau drin. Das heißt, da kann noch ein Typ einziehen. Hier, das da. Ne, das da. Genau, ein Mann und der muss Landwirtschaft können, damit der im Pferch arbeitet. Bei den Schafen. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Wo ist mein Bogen? Da.
Wo seid ihr? Da vorne. Habe ich euch doch durchschaut. Zwischen die Augen. Digga! Der Bulle ist Komplize. Der kämpft mit den Räubern. Scheiße. Scheiße, da kommt noch ein Bulle. Einen habe ich erledigt. Zweiten erledigt. Räuber. Kopfschuss. Brustschuss. Kopfschuss. Puh, Alter. Härtester Fight im gesamten Spiel jetzt hier. Eisenarmbrust. Oh. Also selbst wenn ich die nicht benutze, was ich glaube ich machen würde. Warum ist hier noch krasse Musik unterwegs? Haben wir hier noch irgendwas, was mich angreifen möchte? Selbst wenn ich die nicht benutzen möchte, verkaufen wir die, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich habe nicht so viel Platz im Inventar für so viel Wiesente. Fein, jetzt sind da noch zwei Wiesente? War das diesmal ein Vierer-Spawn hier, oder was? Ach so, da ist noch einer von den lustigen Leuten. Da ist noch einer. Haben wir hier nicht noch einen erledigt? Die rüsten langsam hier auf mit krassen Waffen, ne? Also hier Eisenarmbrust und so. Gib mal meinen Pfeil wieder. Also das ist schon nicht schlecht, was die hier auffahren. Um mich aufzuhalten. Ich glaube, das Wiesen kriege ich nicht mehr ins Inventar. Müssen wir da liegen lassen. Das ist schade drum, aber... das war hier wirklich eine Kombinationsarbeit, eine Zusammenarbeit, Zusammenschluss der Banditen- und Wiesengesellschaft, Kooperation, um Reisende aufzuhalten. Also das war wirklich jetzt, das war knapp diesmal. Da hatte ich ein bisschen Angst in der Hose. Ja, stimmt, die haben hier doch Schafe. Ja, ich habe die Eisenarmbrust jetzt verkauft. Ich mache mir irgendwann selber eine. So, wo ist die? Die ist hier. Die Händlerin. How do you do? Zeig mir deine Ware. Ich hab übrigens noch die Winterklamotten an. Noch nicht umgezogen. Ah, ne. Ich will gerade sagen, wo habe ich das ganze Stroh her, aber ich habe ja gedroschen. So, ich verkaufe mal noch beim Fischhändler da vorne. Ich glaube, ich bin der letzte Händler hier in dem Dorf. Die haben nicht so viele. Ich habe nämlich noch einen Haufen Mehl. How do you do? Ja. Ich gar nicht mein ganzes Mehl verkauft. An die hier. Ja, wir gucken mal, was jetzt so ein Schaf kosten soll. Schaf. 1000 Münzen. Ungefähr. 1100. Weibchen. Schaf Bock. Wie viel haben wir jetzt? Wie viel Münzen haben wir jetzt? 4900. Dann kommst du mal in den Ferch, bitte.
Du auch. Du auch. So, jetzt haben wir noch 1600. Ich glaube, ein Weibchen würde ich noch kaufen. Oder haben wir, wie viel kosten die kleinen? 260. Easy peasy. Dann kaufen wir noch ein paar kleine. Klein Lämpchen. Bleib stehen. Du wirst gekauft. Okay, wie viele Münzen haben wir jetzt? 899. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Gut, gut, gut. Dann gucken wir mal, was wir jetzt da für Leute haben. Hier mit 6 Schafe. 6? Tatsächlich, okay. Ja, läuft doch. 6 ist doch super. So, wir brauchen einen mit Landwirtschaft. Du hast eine 3 in Landwirtschaft. Du eine 1. Du hast auch eine 3 in Landwirtschaft. Wie alt bist du? 18. Ja, dich nehme ich. Verwaltung. Kannst du in das einfache Haus bei ihr mit einziehen? Und dein Arbeitsplatz wird der Ferch. So. Top. Und dann sagen wir im Ferch. Oh. Wir können doch Milch aus Schafen. Okay. Wusste ich nicht. Wir können doch Milch aus Schafen kriegen. Aber wir machen jetzt erstmal Wolle. Wir haben kein Werkzeug. Das müssen wir noch skillen. Da braucht man, glaube ich, eine Schere für. Genau. Das haben wir noch nicht. Aber ist ja kein Problem. Das kriegen wir hin. Erstmal zurück. Ich habe zwar noch einen Haufen Mehl, das ich nicht verkauft bekommen habe. Aber das verkauft man irgendwann anders. Bringen wir erstmal ins Lager. Kommt das eigentlich ins Lebensmittellager, Mehl? Nee, ins Materiallager, okay. Komisch. Hier vorne gibt's Loot. Oh. Tonloot. Holzschaufel. Crab. 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 Tonvase. Crab. Apfel. 5. Alles Müll. Hätte ich gar nicht aufsuchen brauchen. Schön. Kompletter Müll. Eine Eisenschaufel hätte ich jetzt gesagt, okay, cool. Aber das war jetzt wirklich Müll. Jetzt lösche ich mein Pferd, pass auf. Gleich ist es tot. Oh. Ich habe wirklich ein Bergsteigerpferd. Das läuft. Schön. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut geht. So, wie viele Schafe sind jetzt hier schon entkommen? Noch keins. Okay, okay, okay. Gut, dann werden wir den Holzzaun jetzt noch fertig machen. Erstmal kommt das Mehl hier rein. Und den ganzen Tonschrott, den ich gekauft gefunden habe, der kommt auch hier rein. Das Stroh. Die Stöcker. Wo haben wir jetzt Holz? Holz, 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 Holzstamm. 39, okay. So, Bronzehammer. Jetzt haben wir die restlichen Bretter gemacht. Machen wir hier noch das Loch zu, bevor hier irgendein Schaf entkommt. Schön. Haben wir hier an unserer Brücke. Jetzt hat die Brücke auch wirklich einen Sinn. Krass, ne? Weil jetzt kommt man ja hier von hier drüben, vom Landwirtschaftsviertel hier rüber. Und kann jetzt hier bei den Schafen Dinge tun.
Kriegt ihr hier auch so Zeug rein? Also so Kaki? Machen die hier auch Kaki? Also das Schaf nickt schon mal. Guck mal ganz schnell. In die Verwaltung. Feldschuppen braucht immer noch Zeug. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ihr habt Dünger. Ja, ich brauche Werkzeug. Ja, stimmt. Machen wir gleich mal. Gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Lass mich mal an den Amboss, bitte. Komm schon. Geh weg. So. So, es gibt eine Bronzeschere. Gibt es die auch aus Kupfer? Nee, natürlich nicht. Aber es gibt eine Bronzeschere. Kostet mich 200. Und ein Bronzebarren nur. Okay, na dann machen wir doch mal ein paar. Ja, machen wir gleich 7. Achso, der macht gleich 2. Okay, jetzt haben wir 14 hergestellt. Naja, was soll's. Okay. Könnte eine Kohlsuppe vertragen. So, rein in Schacht. Schön. Diesmal nicht vergiftet. Aha, hast du gelernt, ne? Hat keinen Zweck. Was mache ich mit dieser Lücke hier? Ich meine, wenn das so stehen würde, hätten wir kein Problem mit der Lücke. Könnt ihr da einfach ein Fass davor stellen? Ja, das mache ich, glaube ich. Wenn ich das direkt da hinstellen kann. Ja. Echt doch. Okay. Macht ihr hier gar keinen Kaki? Doch, ihr macht Kaki, ne? Ja, doch. Also, Dung ist immer gut. Apropos Dung und Dünger, machen wir gleich nochmal. Würde ich mal sagen. Achso, ich wollte hier vorne ja auch so ein Tor hinbauen, ne? Damit die nicht immer, damit die nicht immer ausbrechen. Gucken wir mal, ob wir das da hinkriegen. Brettergatter. Brettergatter? Also würde ich hier hinkriegen, ja. Ha! Mache ich das am klügsten? Probier mal was. Lasst mich mal ein bisschen fummeln. So, den langen Zaun. Hauen wir mal weg. So. Jetzt so. Oh ja. Doch, 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 das wird gut. Hoffe ich. Auch nur Holzstämme. Ich glaube, ich habe es gefixt. Das Ding ist, dass dieses Holzteil, dieser Bogen, fast überall hin platzierbar ist. Der meckert wenig rum. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt das Gute an dem Ding.
Der meckert wirklich wenig rum. Kannst du fast überall hinstellen. Deswegen ist das letzte Teil, was man bauen sollte dann. Und dann kriegt man sowas hier hin. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das gut findet. So ein bisschen asymmetrisch sieht es ja aus, aber es sorgt dafür einfach, dass das hier, kein Pferd mehr rausläuft. Ich hätte natürlich auch ein Doppelgatter hinbauen können, aber... Nee. Irgendwie finde ich es so okay. Es ist nicht hundertprozentig, aber es ist okay. Vielleicht ändere ich das auch irgendwann nochmal. Aber jetzt erstmal nicht. Merkt ihr, wie ich das rechtfertige? So. Ja. I need some water. Hier ist doch Kaki. Schön, ihr macht auch Kaki. Top. Das wollte ich doch nur. Ich glaube, das mit dem Feldschuppen und dem Dünger ist irgendwie verbuggt. Weil noch... Also die brauchen weder Dünger gerade, weil alles gedüngt ist, noch haben wir Dünger auf Null, sage ich mal. Also wir haben auf jeden Fall Dünger. Wir haben fast 200 Dünger. Also ich verstehe es nicht. Und ich mache jetzt nochmal einen ganzen Schwung. Oh, ich habe mich mal umgezogen. Ready für den Sommer. Bikini-Figur und so. So, mit meinen sechs Schafen. Sind das wirklich noch sechs? Eins, zwei, drei. Ja, sind sechs. Drei große, drei kleine. Schön, mit meinen sechs Schafen würde ich sagen, war es mit dieser Folge mit IG Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, wenn ihr das Projekt hier feiert, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ein Like unter das Video würde mich freuen und ein Kommentar wäre auch nicht schlecht. Ich lese immer gern Kommentare, beantworte gern Kommentare. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.